Herzlich willkommen zum Kolloquium Transdisziplinäre Didaktik an der Technischen Universität Berlin. Mein Name ist Hans-Ulrich Heiß, ich bin Vizepräsident für Lehre, Digitalisierung und Nachhaltigkeit und darf Sie im Namen des Präsidiums der TU herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass dieses Thema doch eine so signifikante Zahl von TeilnehmerInnen hier in das Bauhaus Reuse auf der Mittelinsel des Ernst-Reuter-Platzes gelockt hat. Denn dieses Gebäude ist umringt von Gebäuden der TU Berlin und wie kaum ein anderer Ort geeignet für dieses Thema. Denn das Bauhaus Reuse steht eigentlich genau für Transdisziplinarität. Wenn das historische Bauhaus für die Zusammenführung von Kunst und Handwerk steht, so steht Transdisziplinarität etwas simplifiziert ausgedrückt für die Verbindung von Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Und es ist auch kein Zufall, dass die Europäische Kommission ihr großes Transformationsprojekt unter das Schlagwort European New Bauhaus gestellt hat. Transdisziplinäre Didaktik, was soll das sein? Wir sind an den Hochschulen seit der Bologna-Reform vor 20 Jahren aus dem Reformieren eigentlich nie herausgekommen und müssen uns gefühlt alle 2 Jahre mit neuen Anforderungen auseinandersetzen. Da waren am Anfang neue Strukturen wie Bachelor, Master, Modularisierung, Kompetenzorientierung, Kreditpunkte. Es waren neue didaktische Ansätze wie zum Beispiel Project-Based, Problem-Based, Case-Based Learning, neue curriculare Inhalte wie Soft Skills, berufsfeldbezogene Kompetenzen, Interdisziplinarität, Internationalität, Interkulturalität, Gender and Diversity, darüber hinaus noch Entrepreneurship, digitale Transformation, Nachhaltigkeit und Klimaschutz und jetzt, erzwungen durch Corona, der flächendeckende Einstieg in Online-Teaching und Blended Learning. Und jetzt auch noch Transdisziplinarität. Das aktuelle Präsidium der TU Berlin hat bereits 2014 zu Beginn seiner ersten Amtszeit transdisziplinäre Forschung zu einem strategischen Ziel erhoben. Seither konnte in vielen Projekten mit neuen Formen der Zusammenarbeit zwischen Akteuren und Betroffenen deutlich gemacht werden, welches Potenzial in diesem Ansatz steckt. Denn wir wissen, dass wir die großen Herausforderungen unserer Zeit wie Klimawandel, Gesundheit, Mobilität, Hunger, Migration, nicht alleine durch Wissenschaft und Technologie und auch nicht alleine durch politische Prozesse lösen können, sondern dass es der Integration von wissenschaftlichem Wissen und Erfahrungswissen bedarf, dass wir Transparenz und Akzeptanz schaffen müssen und dafür auch neue Methoden zu entwickeln sind. Wir sind froh, dass auch der Berliner Exzellenzverbund, die Berlin University Alliance, dieses Thema aufgegriffen und unter der Überschrift Fostering Knowledge Exchange Transdisziplinarität zu einem seiner Ziele gemacht hat. Gerade in den letzten beiden Jahren ist mit den Themen Klimawandel und Pandemie klar geworden, wie schwierig es ist, als Wissenschaft bestimmte Teile der Gesellschaft überhaupt zu erreichen und einer aufkommenden Wissenschaftsfeindlichkeit wirksam zu begegnen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Lehre. Wir haben vor einigen Jahren wahrgenommen an der TU Berlin, dass die Tatsache, dass wir uns in einer Zeit der Umbrüche befinden, auch erfordert, erneut darüber nachzudenken, was akademische Bildung für uns bedeutet und wie wir unsere Absolventinnen und Absolventen bestmöglich auf die kommenden Jahrzehnte globaler Bedrohungen vorbereiten können. Unser daraufhin entwickeltes Leitbild für die Lehre versucht darauf eine Antwort zu finden, dass wir mit Recht von Studierenden ausgehen, die ein starkes Erkenntnis- und Gestaltungsinteresse mitbringen und auch ein aktives Eintreten für die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN. Und es unsere Aufgabe ist, sie dabei zu unterstützen und ihre Fähigkeit, kritisch, analytisch sowie fächerübergreifend zu denken,
durch forschendes Lernen zu befördern. Und da sind wir ziemlich genau bei unserem heutigen Thema. Dieses Handbuch, dessen Publikation den Anstoß für das heutige Kolloquium gegeben hat, ist der erste umfassende Versuch, Transdisziplinarität und Didaktik in ihrer Verschränkung zu beleuchten. Die vielen Ansätze und Schlagworte, die unseren aktuellen Bildungsdiskurs prägen, wie Service Learning, Reallabor, Third Mission, Citizen Science, OpenX und so weiter, werden hier erläutert und in einen gemeinsamen Beziehungsrahmen gesetzt. Ich sehe Transdisziplinarität daher nicht als ein weiteres Element, das wir in unsere Curricula reinquetschen müssen, noch sehe ich transdisziplinäre Didaktik als eine weitere Lehr- und Lernmethodik. Ich sehe transdisziplinäre Didaktik vielmehr als ein übergreifendes Konzept, die vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit mit alten und neuen Inhalten und Methoden unter einem gemeinsamen Dach zusammenzubringen und universitäre Lehre angesichts der großen Herausforderungen neu zu denken. Ich danke dem Bauhaus Reuse dafür, dass sie uns diesen Raum zur Verfügung gestellt haben, der ja kein Raum der Universität ist, sondern vom Bezirk Charlottenburg gerade für transdisziplinäre Aktivitäten geschaffen wurde und somit auch Symbolcharakter hat. Ich danke Herrn Philipp und Herrn Schmohl als Herausgeber für das gesamte Buchprojekt und für die Gestaltung des heutigen Tages. Ich danke der Berlin University Alliance für die finanzielle Förderung und insbesondere Herrn Philipp, Herrn Böttcher und Frau Griese für die organisatorische Vorbereitung dieses Kolloquiums. Und nun wünsche ich uns allen einen anregenden Tag, schön mal nicht in Bildschirmkacheln gucken zu müssen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Heiß, für die Begrüßung. Und auch wir begrüßen Sie recht herzlich, Tobias. Das Ganze hat Werkstattcharakter, was wir hier machen. Und ein Stück weit ist dieses Haus aus alten Versatzstücken zusammengebaut und im Grunde auch ein wenig symptomatisch für den Diskurs, den wir führen. Mein Name ist Thorsten Philipp. Wir beide begrüßen Sie recht herzlich. Wir begrüßen die Studierenden, die leider hier nicht unter uns sein können. Unter den Pandemiebedingungen waren wir von dem Teilnehmerkreis live hier vor Ort. Natürlich sehr eingeschränkt, aber der Livestream macht es möglich, dass wir die Leute wir vor anderthalb Jahren begonnen haben, mit der Idee, etwas Klärung in das Gewirr der Begriffe, die im Panorama des Transdisziplinären sich aufhalten, etwas Klärung zu bringen, zeigte sich eben in der Arbeit zunehmend als schwierig, zunehmend auch als etwas vermessen, hier eine Art enzyklopädisches Buch vorzulegen, das irgendwie fast zu tun scheint, als seien damit die Begriffe geklärt. Gleichzeitig haben wir eben gemerkt, wir können uns der Aufgabe, Begriffe zu klären, nicht entziehen. Wenn Transdisziplinarität ein völlig beliebiges Wort ist, was man für alles und jedes verwenden kann, das man mit Interdisziplinarität gleichsetzen kann, ja, wenn es also am Ende so eine Art Plastikwort ist, dann ist es eben kein Wort mehr, mit dem wir arbeiten können. Wir brauchen aber Wörter, um zu arbeiten. Wir sollten arbeiten an den großen Herausforderungen dieser Tage und wir glauben eben, dass mit Transdisziplinarität ein Diskurs eröffnet ist, der uns hier weiterhilft. Und insofern ist unser Kolloquium auch ein Stück weit die Einladung, diesen Diskurs weiter zu führen, weiter zu gestalten, ihn auch im Teilnehmerkreis zu erweitern. Ohnehin ein wichtiges Anliegen unseres Buches, den Kreis der Teilnehmer der Debatte auszuweiten und aus einer kleineren Expertenrunde herauszuführen. Und damit haben wir diesen Tag mit einer ganzen Reihe von Wissenschaftsdialogen geplant, in dem wir diesem Versuch näher kommen. Genau, also der abstrakte Anlass
unserer Tagung bildet ja das Konzept der transformativen Wissenschaft und die Diagnose, dass sich das Wissenschaftssystem in einem Umbruchvorgang befindet. Also Thorsten Philipp hat die Beliebigkeit der Wörter angesprochen und die rechtliche, begriffliche Konfusion, die in verschiedenen Diskursen aufscheint, wenn man über Transdisziplinarität spricht. Und das war vielleicht auch ein bisschen der Anlass unseres Handbuchs und der Anlass unserer Zusammenarbeit, in den Diskurs mit Ihnen zu treten, um dieser begrifflichen Konfusion ein Stück weit entgegenzuwirken. Und das war ein intensives Ringen um Konzepte, ein intensives Diskutieren gemeinsam mit Ihnen um Definition, aber auch um Definitionsmacht ein Stück weit. Und scheint diese Problemlage durch, dass sich das Wissenschaftssystem im Zuge transformativer Wissenschaft in einem Umbruch befindet. Also dass wir, das ist ja sozialtheoretisch relativ gut aufgearbeitet, dass die Wissenschaft und die Art und Weise, wie wir Forschung denken, wie wir Forschung organisieren, wie wir sie betreiben, heute sehr zunehmend geprägt ist von nicht-disziplinären Organisationsformen, nicht-disziplinären Arten der Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren, mit kulturellen Einrichtungen, mit NGOs, aber auch mit wirtschaftlichen Unternehmen. Wenn wir in die Qualifizierungswege auf der didaktischen Seite oder auf der Bildungsseite schauen, dann sehen wir Promotionsprogramme, die sich stark in Richtung Industriepromotion in manchen Fächern bewegen. Die Professionsprofession wird in manchen Kontexten im politischen Feld gerade diskutiert. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an disziplinären Verzweigungen, Verästelungen und eine Expansion der Fächer, die so stark zunimmt, dass sich doch die Frage stellt, wie soll das weitergehen? Ne? Und diese disziplinären Ordnungen, die damit verknüpft sind, werden immer feiner granuliert und damit auch die Notwendigkeit, über die Disziplinen hinaus zusammenzuarbeiten. Dafür steht das Schlagwort einer Interdisziplinarität, während wir Transdisziplinarität als etwas begreifen möchten, das besonders an diesen Modus 2 der Wissenschaft ansetzt, also an diese Wissenschaft, die genuin sich dadurch kennzeichnet, dass sie in Zusammenarbeit mit Wirtschaft, in Zusammenarbeit mit angrenzenden Feldern wie dem politischen System, wie anderen zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren passiert und funktioniert. Und das hat eben Konsequenzen darauf, wie wir heute Hochschulbildung denken. Wir sehen das ganz praktisch in Konzepten, die du angesprochen hast, wie Service Learning, wie Citizen Science Projekten, die das Projektstudium prägen oder in manchen Teilen prägen. Wir sehen das in der Art und Weise, wie forschendes Lernen heute verstanden wird, dass es einerseits am Primat der Grundlagenforschung ausgerichtet wird, andererseits aber Projektstudium häufig auch in forschenden Formen betrieben wird, die kooperieren mit nicht wissenschaftlichen, nicht genuin wissenschaftlich zu disziplinären Ordnungen zugehörigen Akteuren. Und das sind spannende Dinge, die wir beobachten. Fab Labs, die an den Hochschulen aufkommen, Reallabore, KIT ist hier ja prominent auch vertreten, die also offene Werkstätten bilden, in denen zusammengearbeitet wird. Wir sehen also aktuell, wir beobachten, es ändert sich die Art und Weise, wie Hochschulbildung betrieben wird. Es ändert sich sozialtheoretisch relativ gut aufgearbeitet die Art und Weise, wie wir Wissenschaft verstehen. Und wenn das Proprium akademischer Bildung bedeutet, dass wir sie an Forschung ausrichten, müssen wir uns ja die Frage stellen, wollen wir Forschendes lernen im Sinne von, wir bringen den Studierenden bei, wie sie konkrete Methoden anwenden und dann ein vorgefertigtes Problem mit ganz strikten, ganz klaren Zielsetzungen zu einer definierten Lösung bringen? Oder sind das eventuell vielleicht sogar problematische Forschungskonzepte, die dahinter stecken? Sind das vielleicht gerade auch nicht die Forschungsansätze, die wir vermitteln wollen in diesem forschenden Lernen, das sich stärker am Modus 2 ausrichtet? Und ist also so ein bisschen ein kritischer Aspekt mit drin, der einen aktuellen kritischen Zwischenruf der Art und Weise, wie wir Hochschulbildung betreiben. Stichwort forschendes Lernen, Instrumentalisierung, Funktionalisierung von Forschung für Problemlösung. Und andererseits aber auch der Versuch eines Brückenschlages, der sich vielleicht von den gängigen Denkmustern, den gängigen disziplinären Ordnungen emanzipieren kann. Und dieses Emanzipieren hat natürlich auch Auswirkungen auf universitäre Räume, nicht nur auf unsere Gespräche, auf unsere Diskurse, sondern auch auf die Orte, an denen wir uns
Treffen, an denen wir arbeiten. FabLabs sind Orte, die in der Regel jenseits der Universität liegen. Und auch dieser Ort liegt ein Stück weit jenseits der Universität, wenn auch am Rande oder inmitten eines Campus von zwei Universitäten. Die dritte Person, die eigentlich an dieser Stelle Sie begrüßen sollte, steht im Stau. Auf seine Weise ist es auch kennzeichnend, nicht nur für die Berliner Stadtlandschaft, sondern vielleicht auch für den akademischen Diskurs. Robert Huber? Robert Huber, ja, genau, ich sollte vielleicht den Namen sagen. Er ist der Leiter von Zukunftsgeräusche und derjenige, der dieses Gebäude ganz maßgeblich gestaltet bzw. gebaut hat. Einige von Ihnen haben es schon erkannt, es sind Versatzstücke aus der Dessauer Vorhangfassade, die vor wenigen Jahren ausgetauscht wurde und gewissermaßen recycelt wurde, also ein Stück weit ein Abfallprodukt, an anderen Orten hätte man so etwas weggeschmissen. Hier ist es so, dass man etwas Neues gebaut hat und seit anderthalb Jahren steht dieser Pavillon auf der Mittelinsel des Ernst-Reuter-Platzes. Also diejenigen, die nicht hier live in Präsenz bei uns sein können, erhalten natürlich nur einen recht eingeschränkten Einblick, die dieser eigenartigen Situation um uns herum kreist, permanent der Kreisverkehr und die Insel selber, die sich nur über den U-Bahn-Ausgang Ernst-Reuter-Platz betreten lässt, also keine Ampeln oder irgendwie unmittelbaren Zugänge zum weiteren Stadtraum enthält, hat irgendwie etwas Monastisches, also auf eine Insel zu gehen, um nachzudenken, sich ein Stück weit zurückzuziehen und gleichzeitig sind wir umgeben von lautem Verkehr. In der Regel geht es, solange nicht Rettungsfahrzeuge mit Blaulicht und so weiter vorbeifahren, dann wird es relativ schwierig. Aber in der Summe, glaube ich, kriegen wir hier einen ganz guten Diskurs hin. Leider ist die Insel, auch das ist natürlich ein Stück weit Kennzeichen für unsere Situation heute, umstellt von Wahlplakaten, großflächigen Wahlplakaten, die die Aussicht verstellen, aber ein Stück weit auch dem politisierten Anspruch dieses Kolloquiums Rechnung tragen, wenn auch ganz anders. So ist es, ja. Interessanterweise sieht man hier um den Ernst-Reuter-Platz herum immer mal wieder Leute mit Rollcontainern, die ich auch schon erkannt habe zum Teil, die verzweifelt versuchen, den Eingang zu finden. So ging es mir gestern auch. Ich bin einmal den gesamten Ernst-Reuter-Platz herumgelaufen, um den überirdischen Eingang zu finden, der sich dann unterirdisch versteckt. Also ist vielleicht auch so ein Bild. Also, wie füllen wir diesen Raum, den wir nun geschaffen haben? Sie haben ein Programm vorliegen. Wir haben uns bewusst für ein Format entschieden, das relativ sportlich funktioniert. In kleinen Abschnitten haben wir zwei Personen, die in dem Arbeitsprozess, der hinter uns liegt, eingeladen ins Gespräch zu kommen. Eine Moderatorin, ein Moderator wird durch diese Gespräche führen und die Personen hier im Raum und selbstverständlich auch im Stream haben die Gelegenheit, ihre Hinweise, ihre Fragen, ihre Kommentare, Anregungen jederzeit einzuspielen. Im Hintergrund sitzt Alice Watanabe, die aufmerksam, irgendwo sitzt, keine Ahnung, aber jedenfalls den Chat beobachtet und uns regelmäßig Rückmeldungen dazu einspielen wird. Das ist also auch die Einladung an die Kolleginnen und Kollegen, die leider hier nicht sein können, es aber gerne wären und sich daher im Livestream zugeschaltet haben. Also auch herzlich willkommen in die Welt hinaus, ins Web. Und die Einladung an Sie, sich gerne zu beteiligen. Es wird hier eingeblendet werden, wenn Sie Zwischenfragen haben oder sich in den Diskurs einklinken möchten. So funktionieren auch die Wissenschaftsdialoge, nicht nur als Dialoge im Sinne von zwei Fachexpertinnen und Experten sprechen miteinander und diskutieren in einem moderierten Rahmen, sondern sind eben für Zwischenrufe mit da und können auf Zwischenrufe reagieren, die von Ihnen hier im Plenum, im Raum kommen können oder die eben auch virtuell zugeschaltet werden können. Zwei Programmpunkte fallen ein wenig heraus. Thomas Düllow hat sich bereit erklärt, eine Intervention zu leisten. Das ist kein richtiger, eigenständiger Vortrag. Es ist dabei irgendwie der Versuch, in ein Geschehen, was möglicherweise Gefahr läuft, zu linear zu verlaufen, etwas Stimmung reinzubringen und etwas Irritation auszulösen möglicherweise. Außerdem freuen wir uns im Nachgang, nach der Mittagspause, am Kreuzpunkt von Kunst, Technik und Wissenschaften, der Hybridplattform, eine Einrichtung hier in Kooperation zwischen TU Berlin und Universität der Künste, Raum zu geben, inwieweit die Begegnung Kunst und Wissenschaft sich gerade als ein Raum des Transdisziplinären realisiert.
ist eine unserer Anliegen dann unmittelbar nach der Mittagspause. Wir danken recht herzlich für diejenigen, die im Hintergrund dieser Tagung tätig sind. Das sind Alice Watanabe, Fabian Böttcher, Peter Winter, Stefan Fiedler, Benjamin Hulsch in der Technik. Und nun haben wir auch den Gastgeber vor Ort, Robert Huber. Vielleicht haben wir im Nachgang noch die Möglichkeit, auch etwas mehr dann zum Bauhaus noch einmal zu hören. Jetzt jedenfalls würden wir übergeben an den ersten Wissenschaftsdialog und freuen uns, dass Gabi Wendorf ihn moderieren wird. Herzlichen Dank, viel Spaß beim Zuhören und beim Diskutieren. Danke sehr.